MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Die letzte Ausgabe endete ja damit, dass sich Anakin und Thoven, der Held der Konföderation, begegnet sind. Thoven hätte Anakin töten können, doch er scheint mit sich im Konflikt zu sein, da er wohl tief im Innern weiß, dass Count Dooku für den Tod seines Vaters verantwortlich ist. Jedenfalls hat er bei seinem Abgang bereits angekündigt, dass, wenn sie sich das nächste Mal sehen, Anakin sterben wird. Dieser hat R2 dann dazu veranlasst, einen Peilsender an das Raumschiff zu packen, sodass sie Thoven in ihre Basis verfolgen können. Und hier steigt nun die letzte Ausgabe der Comicreihe ein. Anakin und Obi-Wan erklären den Klonen, wie die Lage ist, dass die Basis irgendwo in Nebula-Schleier ist. Genau können sie es halt nicht sagen wegen dieses Schleiers, aber sie haben ja Anakins Peilsender. Obi-Wan erklärt dann weiterhin die Strategie und so weiter. Und Anakin kriegt dann sein neues Schiff. Ahsoka bekundet ihre Sorgen, weil sie ihm nicht direkte Rückendeckung geben wird. Doch Anakin sagt, dass sie Obi-Wan helfen muss. Dieser sagt, dass Überraschung hier der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Doch dann sehen wir, dass Thovens Druide den Peilsender bemerkt hat und Thoven sagt daraufhin, dass er ihn ruhig dranlassen soll, denn er will, dass Anakin weiß, wo er ihn findet. Als nächstes bekommt Thoven einen Anruf von seiner völlig erschütterten Mutter, die ihm erzählt, dass Dooku für den Tod seines Vaters verantwortlich ist, und sie scheint auch Beweise zu zeigen, doch wie es aussieht, ist Thoven komplett vereinnahmt vom Krieg, sodass er das nicht mehr beachtet und Dooku in Schutz nimmt und die Republik einfach trotzdem für den Tod seines Vaters verantwortlich macht. Die Mutter ist nun noch mehr aufgebracht, denn sie hat, wie sie sagt, ihren Sohn an den Krieg verloren, denn selbst sie kann Thoven nicht mehr überzeugen, sich zurückzuziehen, denn er scheint komplett größenwahnsinnig und egozentrisch geworden zu sein, und so feiert er sich schon jetzt als den Retter der Galaxis, der die Bevölkerung vor der Korruptheit des Senats und der Republik retten wird. Wir sehen nun, wie er die Nibray betrachtet. Er scheint so, als hätten sie was Bestimmtes mit ihnen vor, und dann kommt auch schon einer von Thovens Untertanen, der sagt, dass die Republik nun die Nebula-Schleier betreten hat, und Thoven scheint vollkommen neben der Spur zu sein, wie man sehen kann. Und Anakin und die anderen greifen nun die Basis an und sind überrascht, dass sie bereits erwartet wurden. Thoven konzentriert sich wieder auf Anakin, während die anderen sich um den Rest kümmern sollen. Nun, als die Cruiser angefangen haben, die Basis zu attackieren, befiehlt Thoven, dass sie ein Notsignal aussenden sollen, sodass Verstärkung kommt. Doch nicht einfach irgendeine Verstärkung, sondern die Nibray, die nun die Walahari verteidigen, denn laut Obi-Wan muss das Signal eine Art Replikat sein von einer nistenden Nibray-Brutmutter. Um diese Attacken seitens der Nibray zu stoppen, hat Ahsoka eine Idee und sie fliegt los mit dem Shadow Squad. Nun sind wir bei Anakin und Thoven, die einen sehr spektakulären Zweikampf hinlegen. Sie pushen ihre Starfighter bis zum Limit in einen Kampf, in dem Millisekunden entscheidend sind. Doch plötzlich wird Anakins Rückkühler beschädigt und dann kommt der Zeitpunkt, wo Anakin die Macht in Thoven spürt, denn es kann nicht nur der Starfighter sein, wie er zu R2-D2 überrascht sagt. Kenobi entscheidet sich derweil dafür, die Flotte zurückzuziehen, denn sie kann keinen Schaden mehr von den Nibray nehmen. Doch dann kommt Ahsoka mit dem Shadow Squad. Kenobi sagt, wir haben unsere Absicht signalisiert, wie es in der Konvention sich so gehört. Wahrscheinlich meint er, dass man vorher die Absicht des Bombardements, was er jetzt befehlen wird, klar machen muss, sodass Zeit besteht zu evakuieren, vor allem weil er ja auch Zivilisten sind. Der Shadow Squad sowie Ahsoka schaffen es dann schließlich, die Haku Base komplett zu zerstören, was auch dazu führt, dass das Signal aufhört, was die Nibray zum Eingreifen gebracht hat. Obi-Wan gibt noch den Befehl, in den Trümmern nach Rettungskapseln zu suchen. Die Haku Base ist jetzt futsch und jetzt bleibt nur noch der Kampf Anakin vs. Thoven. Der Kampf hat bei beiden Spuren hinterlassen und Anakin schreit Thoven an, dass er aufgeben soll, denn selbst wenn er ihn besiegt, wird die Republik nicht verlieren. Ich kämpfe auch für ein Ideal, Skywalker, nur die Geschichte wird beurteilen können, wessen Ideal nobler ist. Doch dann fordert Thoven seinen Druiden dazu auf, noch mehr Tempo zu geben, was zu einer Überladung führt. Und so kommt es, ähnlich wie bei seinem Vater, tragischerweise zu einer Verbrennung. Anakin hakt Thoven ein und landet im Cruiser, doch der vollkommen verbrannte Thoven ist im Sterben und sagt als letztes, scheint so, als wärst du jetzt der Held, Skywalker, trage das mit Ehre. Was schon irgendwie ironisch ist, wenn man bedenkt, was aus Anakin in gar nicht allzu ferner Zeit wird, aber jedenfalls sagt Thoven noch ein letzter Wunsch und Anakin fragt welcher, und Thoven antwortet noch mit Gerechtigkeit für meinen Vater. Und dann stirbt Thoven in Anakins Armen. Nun sind wir in den königlichen Gärten von dem Schloss Vayne auf Walahari. Count Dooku kommt zu Elodor, sie sagt, mein Sohn ist tot,
Das ist es, was du mir sagen willst. Dooku versucht sie weiterhin zu belügen und erklärt, dass die Jedi ihn umgebracht haben und er bittet sie, mit ihm zu kommen, doch sie sagt, dass sie ihn niemals heiraten wird, denn sie hat gesehen, wie Ventress das Schiff vom König sabotiert hat. Dooku versucht sich noch irgendwie rauszureden, dass man den Jedi nicht trauen kann und dass sie verwirrt ist aufgrund ihrer Trauer, aber sie sagt, dass sie noch nie so klar gesehen hat, was Sache ist wie jetzt und sagt, dass wenn Dooku noch einmal Valahari betrifft, sie alles dafür tun wird, dass es seine letzten Schritte waren. Woraufhin dann Dooku sichtlich enttäuscht davon geht. Die Jedi gehen noch zur Beerdigung und anschließend sagt Elodor noch, dass Valahari raus ist aus den Klonkriegen und keine Seite mehr unterstützen wird. Auf Coruscant trifft Dooku dann auf Sidious, welcher ihn lobt, denn die Valahari und die umliegenden Provinzen haben nun keine Führerschaft mehr, um irgendwie den Plänen im Weg zu stehen. Doch spürt Sidious auch die Frustration in Dooku, doch er sagt, dass Elodor es nicht wert war und einfach nur eine Ablenkung war, die Dooku sich jetzt nicht leisten kann und er kriegt sowieso viel größere Belohnungen, denn Dooku ist angeblich der Held der Konföderation. Joa, mal wieder ein Zeugnis von der Grausamkeit der inszenierten Klonkriege. Wie hat euch diese Comicreihe gefallen, Freunde, und was wünscht ihr euch als nächstes? Ballert das alles doch gerne in die Kommentare. Jede Idee ist erwünscht, ansonsten, wenn ihr diese wirklich aufwendig produzierten Videos ein wenig supporten wollt, dann checkt die Links ab, dort könnt ihr nur von profitieren. Beim MMO GA-Link spart ihr extrem viel beim Zocken und beim Amazon-Link könnt ihr mich gratis supporten, indem ihr euer Zeug ganz einfach über meinen Link kauft und so helft ihr mir, den Kanal weiterzuführen. Ansonsten bumst die Abo-Glocke durch, bald kommt auch viel Stuff zu den 2019er Produktionen, die ja alle noch kommen, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, Glocke penetrieren, ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.